Liebe Netfall Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Jahr neigt sich dem Ende zu, ist ein Anlass, sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, bei den Ratsmitgliedern, den Ausschüssen zu bedanken. Es war wieder ein schwieriges Jahr, aber auch bei Ihnen, dass Sie so viel Geduld aufgebracht haben in den Umständen um Corona und den weiteren schwierigen Lebenssituationen, Kontenance bewahrt haben, die Verwaltung unterstützt haben, sodass wir Sie auch unterstützen konnten. Jetzt gibt mir die vorweihnachtliche Zeit, die Adventszeit, ein bisschen die Gelegenheit, Rückblick zu halten einerseits, aber auch nach vorne zu schauen. Jetzt auch seit Beginn des Jahres hat uns ein Lockdown im Griff. Seit dem 17. März 2020 dauert diese schwierige Situation jetzt nun für uns alle an. Das hat auch zur Folge, dass unser Omnibusfest, was wir für dieses Jahr geplant hatten, noch einmal verschoben werden muss, diesmal ins Jahr 2025 hinein, sodass wir dann hoffen, mit den Akteuren, die wir gewinnen konnten, das Omnibusfest, die erste motorisierte Buslinie der Welt im Netferland, dann starten zu können. Viele Vereinsfeste, kirchliche Feiern und dergleichen mussten der Pandemie geschuldet abgesagt werden. Das bedauern wir und die Menschen in Netfen sehr. Aber es hat sich in diesem Jahr einiges getan in Netfen. Wir konnten unsere Schulen weiter digitalisieren mit 459 iPads. Fast jedes Kind hat ein iPad, mit dem es lernen kann. Digital, aber auch im Präsenzunterricht nutzbar und zu Hause nutzbar. Wir hoffen, damit ganz viele Kinder auf einen guten Weg bringen zu können, gemeinsam mit unseren Schulen. Am 23. März sind wir personell verstärkt worden. Andreas Fresen, unser Beigeordneter, er stammt aus Winterberg, ist einstimmig vom Rat gewählt worden als unser neuer Beigeordneter. Er war schon 5 Jahre Beigeordneter bei der Gemeinde Ensen. Wir freuen uns, dass er uns unterstützt. Er wird das Baudezernat leiten. Dazu gehören die Bauaufsicht, die Bauplanung und der Tiefbau. Und einige Beauftragte, Fördermittelakquise und dergleichen unterstützen ihn ebenfalls. Wir digitalisieren uns weiter in der Verwaltung. Und das hat Auswirkungen nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für Sie als Bürger, Antragsteller oder Nutzer des Rathauses. Das bedeutet, Sie können künftig ein Portal nutzen und ganz viele Anwendungen und Servicedienstleistungen der Stadtverwaltung abfragen und zu Hause Ihre Behördengänge, soweit man dann noch von Behördengängen reden kann, erledigen. Selbstverständlich stehen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen weiterhin Rede und Antwort im Rathaus und auch können Sie weiter das Rathaus in der bisher gewohnten Art und Weise nutzen. Das ist ein zusätzlicher Service, den wir anbieten. Insgesamt 65 Dienstleistungen können Sie zugreifen, 20 eigene Formulare der Stadt und 45 Verlinkungen zu externen Seiten bieten wir an, beispielsweise zum Land Nordrhein-Westfalen und auch zum Kreis Siegen-Wittgenstein. Einige wenige kulturelle Highlights gab es in diesem Jahr 2021. Was uns besonders da in Erinnerung bleiben wird, ist am 2. August-Wochenende auf dem Rathausplatz freitags in Netfen gestaltet, vorbereitet und organisiert von Netfen Events gemeinsam mit unserem Kulturforum. Das ist alljährlich eine gemeinsame Veranstaltung und viele, viele Zuschauer konnten da wieder einmal in ihren Erinnerungen schwelgen bei Musik, Schlagern aus der Vergangenheit, die uns da geboten werden. Es gab auch Förderungen, die uns das Land gewährt hat. Ganz wichtig für uns ist, dass das Schwimmbad, die Freizeitanlage, auf Vordermann gehalten wird, technisch auf dem aktuellen Stand, sodass die Schulkinder schwimmen können und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger das Freibad und das Hallenbad ebenfalls nutzen können. Wir haben eine Förderung in Höhe von 725.000 Euro
im Jahr 2020 bekommen und machen uns intensiv daran, die verschiedensten Gewerke, die da in Angriff zu nehmen sind, im Keller. Teilweise sehen Sie es gar nicht, wenn dann elektronisch-hydraulische Maßnahmen da umgesetzt werden, in Angriff zu nehmen sind. Aber auch die Fassade soll neu gestaltet werden und der Gehweg vom Parkplatz zum Schwimmbad soll ebenfalls in Angriff genommen werden, sodass Unebenheiten, die durch das Wurzelwerk der Pflanzen verursacht worden sind, dann beseitigt werden können und noch mehr Barrierefreiheit hergestellt wird. Alles soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Dafür wird sogar ein Mitarbeiter eigens in der Freizeitanlage abgestellt, um die Maßnahme zu begleiten. Ja, dann, das war ein ganz wichtiges Projekt für das gesamte Netferland. Bauherr und Träger ist der Kreis Siegen-Wittgenstein. Aber es hat sich ausgewirkt in Deutz, nämlich die Rettungswache ist im Kälberhof neu gebaut worden. Der erste Spatenstich war am 24. August 2020. Die Baukosten betrugen etwa 1,6 Millionen Euro und es kamen nochmal 140.000 für Möbel, technische Ausstattung und dergleichen hinzu. Mitte Oktober haben wir die Rettungswache dann gemeinsam eröffnet. Der Landrat hat sie in Dienst gestellt. Wir versprechen uns davon, dass die Menschen im oberen Johannland und im oberen Siegtal bis hin zum Lahnhof schneller erreicht werden können, wenn Hilfe notwendig ist. Diese Maßnahme ist ein ganz wichtiges Signal in die Fläche hinein, nämlich dass Sicherheit, Gesundheit, Prävention für uns auf dem Land sehr wichtig sind und unseren Menschen im Notfall geholfen wird. Ja, ein weiteres Highlight ist nämlich, dass der Radweg nach Bayernbach fertiggestellt worden ist. Da sind wir seit mehr als 10 Jahren unterwegs. Es hat gedauert. Was lange währt, wird endlich gut und darüber freuen wir uns sehr, nämlich dass seit Dienstag, dem 16. November, die Fahrradfahrerinnen von Netfen nach Bayernbach gefahrlos die L729 queren können und wieder zurück. Schulkinder nutzen den Weg mit dem Fahrrad zur Schule, aber auch Bayernbacher Bürgerinnen und Bürger nutzen den Fahrradweg ebenfalls. Darüber freuen wir uns sehr. Eine gemeinsame Anstrengung, die da der Landesbetrieb Straßen NRW mit uns und dem Kreis Siegen-Wittgenstein bewältigt hat. Ja, ein Sorgenkind war im vergangenen Jahr die Johannlandhalle in Salchendorf. Aus statischen Problemen bestand sogar Einsturzgefahr, sodass wir die Johannlandhalle schließen mussten. Zur Sicherheit aller Nutzerinnen und Nutzer aus Salchendorf und den davon betroffenen Vereinen. Die Johannlandhalle wird vorwiegend genutzt von SV Germania Salchendorf, der Musikkapelle, dem Verein, dem Chor Treue Salchendorf, der Wurstekommission und dem Heimatverein. Jetzt ist die Sanierung der Johannlandhalle für 2022 vorgesehen. Darauf freuen wir uns sehr, dass die Bewilligung der Fördermittel, die wir schon zu Ende 2019, Anfang 2020 beantragt hatten, nun doch bewilligt werden. Ja, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, das sind so einige Highlights aus dem Jahr 2021. Weihnachten steht bevor. Sie können natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln überall einkaufen. Sie können im Internet bestellen, aber Sie können, und vielleicht sollten wir das alle tun, unseren lokalen Handel stärken. Nutzen Sie die Zeit, um hier in Netfen bei vielen Geschäften, hier im Einkaufszentrum, in Deutz im Kälberhof, in Dreistiefenbach im Einkaufszentrum, Ihre Weihnachtsgeschenke zu finden und Ihre Angehörigen damit zu erfreuen. Ja, im kommenden Jahr lassen Sie mich auch noch einen Ausblick wagen. Wir werden natürlich den Haushalt im ersten Quartal beschließen. Auf der Wasserburg Heinchen werden wir aktiv werden. Der Grundstein dafür ist gelegt worden durch ICAC. Die Beschlüsse sind gefasst.
mit dem Vorsitzenden Paul Breuer ist ganz viel in die Wege geleitet worden. Dabei wollen wir den Siegerländer Burgenverein und seine Mitglieder sehr gerne unterstützen und begleiten. Heimchen mit dem Schloss ist ein Kleinod. Besuchen Sie dort die Burganlage mit der Familie, mit Ihren Kindern. Gerade auch in der Weihnachtszeit ist dort ein malerisches Flair. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Glück auf und Gottes Segen für Sie und Ihre Angehörigen. Auf Wiedersehen.